Hallo, ich bin Silke von Frisch gestempelt. Das hier ist eine Verpackung zur Männergrippe. Ja, ich habe dieses Stempelset gesehen von dem Back on Your Feet mit diesem Seufz und Autsch. Und ja, wir hatten Thema bei unserem Blog-Hop Männer und da habe ich mir dieses Projekt ausgedacht. Wie gesagt, es ist für die Männer, die immer ach so sehr leiden, wenn sie krank sind. Deswegen werd schnell gesund und wenn du sie öffnest, hast du hier drei Fächer. Da kannst du Tempos reintun, also Papiertaschentücher, Tee und Bonbons oder auch andere Dinge. Das Ganze habe ich jetzt hier noch verstärkt, indem ich gesagt habe, das ist für die Nase, das ist für den Kopf und das ist für den Hals. Diese anderen Sprüche stammen aus dem Stempelset Genesungswünsche. Da habe ich dieses Gute Besserung genommen und hier vorne dieses Werd schnell gesund. Und dieses alles Schwere macht uns stärker, das habe ich aus dem Schmetterlingsglück. Hier oben dieser Spruch. Genau. Wie gesagt, ich habe es angepasst an diese Papiertaschentücher. Hier mit dem Tee, da gehen nur diese kleinen rein. Die muss man dann ein bisschen rumbiegen. Und hier, ja gut, wie gesagt, du kannst es füllen, wie du möchtest. Das wird einfach hier rumgelegt. Und hier kannst du, wenn du möchtest, auch noch ja, so Magnet hinmachen oder auch so Klettpunkte. Aber ich finde, es hält auch so einigermaßen. Man übergibt es ja so, Banderole und sowas wollte ich nicht machen, wäre auch noch eine Möglichkeit. Ja, ich möchte dir jetzt zeigen, wie ich es gemacht habe. Du brauchst dafür ziemlich viel Papier. Ich habe das schon mal ein bisschen vorbereitet. Also für die Boxen brauchen wir 12,9 mal 18,4. Und das wird immer rundum gefalzt bei 1,9 und 3,8. Für die nächste Box haben wir 12,9 mal 14,9, auch rundum falzen bei 1,9 und 3,8. Und für die kleine Box, die ist 12,9 mal 12,9, falzen bei 1,9 und 3,8 rundum. Das sind die Boxen. Dann habe ich für die Banderole, also für diesen Schacht hier, diesen hier, den habe ich auch hier oben gefalzt. Der hat ein Maß von 24 mal 18,4. Da zeige ich dir gleich noch, wie wir das falzen. Dann brauchen wir für unten in den Schacht einen Einleger von 24 mal 5,4. Und für den Schacht brauchen wir noch so zwei kleine. Die sind 4 mal 5,4. Das zeige ich dir auch gleich noch, wie es geht. Und dann habe ich hier nochmal drei, die sind für die Abdeckung hier vorne, hier hinten und dieses. Und die habe ich erstmal auf der kompletten Länge gelassen, weil diese Banderole, die weiße, die außen rum kommt, die messen wir nochmal aus, wenn wir die Boxen fertig haben. Dann habe ich hier einen 2 1/4 Inch Kreis gestanzt. Habe dann hier schon mal den Spruch aufgestempelt und mit einem 2-Inch-Kreis gestanzt. Dann habe ich mit weißem Embossingpulver das hier schon mal drauf gemacht auf Schwarz und habe das auch schon vorbereitet. Das heißt, ich habe die Giraffe gestempelt und habe die einfach mit diesem Wasser, also mit dem Buntstift quasi ausgemalt. Dann kannst du nachher noch mal ein bisschen mit dem, wie heißt der? Moment. Ja, mit dem Marker hier. Ich weiß jetzt gar nicht. Blender Pen heißt der hier. Da kannst du hier noch mal so drüber gehen und das noch mal so ein bisschen verwischen, wenn du das ein bisschen anders haben möchtest. Aber im Grunde genommen reicht es, wenn du hier das so ausmalst und dann ein bisschen auslaufen lässt, so wie hier. Ja? Und das Ganze wird dann ausgestanzt mit dem, ich habe jetzt hier genommen die Rechtecke, wie heißen die? Warte mal kurz. Gestickte Rechtecke, genau. Die gestickten Rechtecke. Du kannst aber auch einfach nur so ein Rechteck ausschneiden. Genau, die werden dann so ausgestanzt. Und zu guter Letzt habe ich hier, das sind diese Zier hier. Die habe ich ausgestanzt hier mit dieser Elementstanze Vasen und da habe ich diese dicke Bauchhecke genommen. Und das wird einfach nur hier so rumgeknickt.
Gut, ich würde sagen, wir fangen mal mit den Boxen an. War jetzt ein bisschen viel, aber ich habe dir das ja immer, schreib dir das ja unten noch rein, dass du dir das in Ruhe notieren kannst. Also hier, ich hoffe, du siehst es. Ich falte es mal nach. Die sind im Grunde genommen alle gleich aufgebaut, die Boxen. Und die werden wir verstärken, indem wir das nochmal nach unten legen. Das heißt, ich lege mir die lange Seite zu mir, ja, und schneide erstmal hier der Länge nach bis zur zweiten Falz durch. Das mache ich hier auch. Dann schneide ich mir dieses Stück weg und kürze mir das. Beziehungsweise schneide das auch weg und mache mir hier die Ecken noch ein bisschen. Das mache ich auf dieser Seite genauso. Das heißt, erstmal bis hinten durch. Dann diese Ecke weg. Das weg. Und dann die Ecke noch ein bisschen einschneiden. Was du auch nochmal machen kannst, dass du hier auch noch ein bisschen wegnimmst, weil wir das nach innen klappen. Und dann kann das sein, dass das ein bisschen im Weg ist. Ja? So, das machen wir auf der anderen Seite genauso. So, das, wie gesagt, wird mit den anderen Boxen genauso gemacht. Und anhand dieser Box zeige ich dir jetzt, wie ich das geklebt habe. Und zwar kommt jetzt hier Kleber drauf und hier. Dann werden die Seiten festgeklebt. So, und dann knickst du das nach außen und dann wird das nach innen geklebt. Das heißt, hier kommt Kleber drauf. Dann nehme ich mir gerne ein Falzbein. Dreh das nach innen und zieh das richtig fest. Also geh richtig fest mit dem Falzbein drüber. So, und dadurch ist die sehr, sehr stabil. Und was wir jetzt noch machen, ist, dass wir, Moment, wo habe ich es denn? Diese kleinen, da. Die knickst du einfach rum. Und dann wird es hier, Moment, ich bin gleich aus dem Bild. In der Mitte festgeklebt. So, und dann mache ich die anderen beiden auch noch fertig und dann sehen wir uns gleich wieder. So, das sind dann die drei Boxen. Die legen wir jetzt erstmal zur Seite und jetzt mache ich mit dir zusammen die Banderole bzw. dieses Innenteil, wo die Boxen reingesetzt werden. Da haben wir einen Streifen, der ist 29,7 cm und 8,5 cm hier an der schmalen Seite. Und hier die schmale Seite falzen wir bei 5,5 und bei 7,5. So, jetzt hast du hier hinten eine Falz und jetzt musst du wissen, wo möchtest du die Boxen haben. Das heißt, ich möchte hier oben die lange haben, dann hier die mittlere und hier unten die kleine. Und dementsprechend musst du das halt anlegen. Also ich lege es mir jetzt so an, dass ich quasi so falze. Ja? Hier falze ich jetzt eine Klebelasche, dann mache ich die 5,5, dann mache ich 7,5, dann mache ich 11 und dann mache ich 2 und 0,8. Also ich lege mir, wie gesagt, diese Klebelasche nach oben und falze das bei 0,9.
Das ist jetzt so ein bisschen krumm, damit das DIN A4 Blatt in der Länge ausreicht. Aber wir haben jetzt auf der einen Seite 0,9, auf der anderen Seite 0,8, das reicht. Also 0,9, 2,9, 8,4, 15,9, 26,9, 26,9 und 28,9. Ja, das ist das dann. Und dann brauchen wir noch für innen, brauchen wir noch so Abstandshalter. Die würde ich jetzt folgendermaßen falzen. Also wir brauchen, ich weiß nicht, schneiden wir jetzt hier mal ein Stück ab. So, machen wir 13. So, hier würde, das ist jetzt, wir falzen bei 1. Wir falzen bei 1. Wir falzen bei 3. Und wir falzen bei 4. Oder schneiden bei 4, besser gesagt. Schneiden bei 4. Und dann lege ich das nochmal quer und falze bei 1. Und schneide bei 6,5. 6,5, ich würde 6,4 eher machen, weil sich das nach innen setzt. Ja? Das sieht jetzt so aus. Das Ganze machen wir nochmal. Also, du falzt bei 1, bei 3, bei 4, schneiden, genau, Moment, schneiden, dann bei 1 falzen und bei 6,4 abschneiden. Das ist das zweite Stück. So. An diesen schneiden wir einfach nur diese Ecken raus. Und bei diesen, das falzen wir auch eben nochmal nach, du falzt aber nicht diese Länge, also nicht diese Länge, sondern nur diese Länge. Und hier die bis zur zweiten Falz. Das andere dient nur zur Orientierung, wo die Boxen untergebracht werden. So, dann kann hier dieser schmale Teil kann weg. Das kann komplett weg. Und das kann auch weg. Und das hier wird jetzt noch einmal eingeschnitten, so dass es so rübergeklebt wird. So. Das machen wir auf der Seite auch. Das heißt, das weg komplett. Das bis oben hin schneiden und das auch weg. So, genau. Dann wird das so geklebt und setzt sich dann so drauf. Und damit wir da in der Mitte diese Lasche haben, dafür brauchen wir diese Teile. Da mache ich mir jetzt mal, du musst gucken, mit welchem Kleber du klarkommst. Ich mache jetzt mal hier Abreißklebeband drauf, weil es einfach schneller hält und du nicht so lange warten musst. Mit Flüssigkleber kannst du natürlich besser schieben. Das geht dann einfacher. So, du siehst jetzt hier deine Falze, ja, und legst das jetzt hier so nach innen. Das heißt, hier hast du diese eine Falze und hier kommt die andere Falze an. Und jetzt wird das hier an diese Falze angelegt, so. Jetzt fehlt mir hier irgendwie ein Zentimeter. Hm, komisch. Habe ich die richtigen? Ja. Das ist länger. Hier habe ich irgendwie Mist gemacht.
So, das klebe ich mal nach vorne. Und das wird nach hinten geklebt. Wie gesagt, da fehlt er mir jetzt. Du musst das, ich weiß nicht, warum das jetzt so ist. Bin ich ein bisschen überfordert mit. So, dann nehme ich hier meine Box und schaue, dass es hier passt. Genau, und dann setze ich mir das hier rum. Und klebe das hier auch fest. Das ist ein bisschen schief geworden, so. Und dann wird es hinten festgeklebt. So, die kleben auch noch fest. Ich mache da jetzt auch mal Abreißklebeband drauf. So, und jetzt haben wir noch hier diese Klebelasche. Da würde ich jetzt auch noch mal über die Länge das drauf machen. Das hätte ich vielleicht vorher machen sollen. Aber so geht es auch noch. Und wie gesagt, wenn du mit dem Flüssigkleber arbeitest, ist es ja sowieso dann noch mal eine andere Geschichte. Dann habe ich dieses Stück, was 18, das ist jetzt glaube ich 24 mal 5,5, genau, 24 mal 5,5. Und das setzt sich natürlich jetzt hier so drauf. Dass das da passend ist, gehe bis hinten hin. Lege mir das vorher ein, damit es auch die Position behält. Und dann habe ich auch von unten noch ein bisschen Widerstand. Ja. Und dann klebe ich das rum. Und dann die Seiten noch. So, dann mache ich mir die wieder raus. Na komm. Und dann schaue ich hier vorne nochmal, ob das passt. Also wie gesagt, wenn das jetzt hier mal so ein Zentimeter übersteht, ein Millimeter, nicht ein Zentimeter übersteht, ist es ja nicht so dramatisch. Hier ist auch nochmal ein bisschen. So, dann passt das so rein. Und das Ganze wird natürlich jetzt auf die große Banderole geklebt. Und deswegen habe ich gesagt, wir messen jetzt erst nochmal aus, weil es liegt immer daran, so ein bisschen, wie du deine Boxen gemacht hast. Aber das ist tatsächlich 24 und das ist dann auch die, ja, 5,5. Ja, das passt doch sehr genau. So, jetzt machen wir die Banderole von außen. Dafür nehme ich ein Stück Flüsterweiß normal. Das reicht eigentlich aus, weil wir die Seiten nochmal verstärken. Ja, das schneiden wir uns zu auf 18,4 mal 24 cm. Gefalzt wird das Ganze jetzt an der kurzen Seite, also an der 18,4 cm Seite bei 5,5.
Schneideklinge weg. 7,6. 13,2 und 15,4. So, dann hatte ich dir ja am Anfang schon gesagt, da hatten wir jetzt diese langen Stücke. Die habe ich jetzt natürlich so lang gelassen, weil ich nicht genau wusste, ob es passt. Das heißt, das ist die Matte für vorne und hinten. Die ist 5 cm breit und die schneiden wir uns jetzt nochmal auf 23,5. Und auch dieses Stück, das ist 2,5, das schneiden wir uns auch auf 23,5. Und das können wir jetzt anbringen, das heißt, das wird so rumgelegt. Das heißt, das ist hinten, das ist vorne und genau, das ist dieses Teil. Wo ist es hier? Das kommt hier hin, das kommt hier hin und das kommt hier hin. So, das wird dann so rumgelegt und jetzt können wir das hier unten aufkleben. Hier. So. Da musst du einfach schauen, dass du das hier an diese Falz setzt. Und kannst dann, hier gucken wir nochmal, so, und dann nochmal hier mit etwas festdrücken. Ja, vielleicht wäre es auch einfacher gegangen. Ich bin da vielleicht ein bisschen komplizierter drin in so Geschichten, aber ja, führt auch zum Erfolg. Ja, das lässt sich jetzt so schließen. Du solltest vielleicht einfach vorher das nochmal ausmessen. Wie gesagt, durch diese Boxen, wie du die machst, einfach die Banderole vorher nochmal ausmessen. Das kann sich alles ein bisschen verschieben, auch was du für ein Papier nimmst, ob du Designerpapier nimmst oder Cardstock, wie dick der Cardstock ist. Und dann misst du einfach nochmal aus. Ja? So, und dann können wir eigentlich schon dekorieren. Da habe ich ja, wie gesagt, diese Sachen hier alle mir schon zurechtgelegt. Wo ist jetzt mein Kreis? So, den mache ich einfach hier so ein bisschen schräg. Da mache ich dann noch Abstands-Dimensionals drauf. Die habe ich auch einfach nur so festgeklebt. Habe ich nicht noch mit Pads gemacht, also Dimensionals gemacht. Aber ja, das bleibt dir ja überlassen, wie du das gerne möchtest. So, und auch hier innen habe ich es nur draufgeklebt, weil ich ja sonst höher komme. Und dann hätte ich ja hier mehr Abstand machen. Abstand, ja. Ja, hätte ich es etwas anders berechnen müssen. So. So, alles Schwere macht uns stärker. Gute Besserung. Wie immer du das auch füllen magst. Meine Idee für die Männerkrippe. Wenn die Männer so, ach so, leiden. Ja, ich hoffe, es war nicht zu chaotisch heute. Wenn du Fragen hast, frag, schreib sie in die Kommentare oder schreib mir direkt unter mail@frischgestempelt.de. Ich danke dir vielmals fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.